Herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sprechen heute über ein komplexitätstheoretisches Thema. Es geht nochmal so in die Richtung P versus NP so ein bisschen. Und zwar reden wir heute über Search to Decision. Ja, das ist ein, ich sag mal, nicht so ein zentrales Thema, aber es ist so ein kleiner Aspekt, von dem man mal gehört haben sollte, weil das irgendwie beruhigend ist. Wenn man das einmal gehört hat, dann ist man sich ein bisschen sicherer, dass alles okay ist in der Welt. Und zwar geht es da so ein bisschen um die Frage, was wäre eigentlich, wenn P gleich NP ist? Also wenn wir all diese NP-vollständigen Probleme effizient lösen könnten. Ja, dann könnten wir zum Beispiel das SAT-Problem effizient lösen. Ja, das heißt, wenn ich irgend so eine SAT-Formel habe, ja, ich habe mir irgendein kompliziertes Problem zusammenmodelliert, ja, zum Beispiel, wie verteile ich die Lehrer in der Schule auf die Stunden mit allen möglichen Constraints, ja? Habe ich mir eine sehr komplizierte SAT-Formel hier zusammengebaut. Ja, stellt euch vor, die wäre noch viel, viel, viel länger. Wenn P gleich NP wäre, dann gäbe es ja jetzt einen Algorithmus für SAT. Da könnte ich die Formel einfach mal reinstecken. Also nehme ich meine Formel Phi, stecke die in den SAT-Algorithmus, den es ja dann geben müsste. Und dann sagt er mir, ja, zum Beispiel sagt er, ja, Phi ist erfüllbar. Okay, Phi ist also erfüllbar. Aber was soll mir das jetzt sagen? Ja, ich hatte ja eigentlich mein kompliziertes Problem in dieser aussagenlogischen Formel modelliert, weil ich eigentlich an einer Belegung, einer erfüllenden Belegung dieser Formel interessiert bin. Ja, ich will wissen, wie muss ich die Variablen belegen? Ja, wie muss ich die Lehrer den Stunden zuordnen in meiner Schule oder was auch immer ich da modelliert habe? Ja, das sagt mir der SAT-Algorithmus nicht. Ja, nach unserer Definition ist NP eine Klasse von Entscheidungsproblemen, bei denen die Antwort immer nur Ja oder Nein lautet. Also wenn SAT in P ist, dann heißt es erstmal nur, es gibt einen effizienten Algorithmus, der zu jeder Formel sagen kann, ist sie erfüllbar oder ist sie unerfüllbar. Aber es ist erstmal überhaupt nicht klar, ob es dann auch einen Algorithmus gibt, der zu jeder Formel, wenn sie erfüllbar ist, auch eine erfüllende Belegung ausgeben kann. Ja, so ein Algorithmus, der wirklich eine erfüllende Belegung berechnet. Ja, insbesondere wissen wir überhaupt nicht, wie dieser Algorithmus hier aussehen würde, wenn SAT in P wäre. Ja, der muss nicht so funktionieren, dass er irgendwo zwischendurch mal die erfüllende Belegung im Speicher drin hat. Ja, der kann durch völlig seltsame Analysen der Formel zu dem Schluss kommen, dass sie erfüllbar ist, ja, ohne dass er eine konkrete erfüllende Belegung findet. Ja, das wäre denkbar. Es geht hier also um den Unterschied zwischen Entscheidungsproblemen auf der einen Seite und Berechnungsproblemen auf der anderen Seite. Unsere Komplexitätsklassen P, NP, X-Prime, P-Space, alles Mögliche, sind alles immer Mengen von Entscheidungsproblemen. Ja? Zum Beispiel SAT, das ist ein Entscheidungsproblem, da hat man gegeben eine aussagenlogische Formel Phi und die Frage ist einfach nur, ist Phi erfüllbar, ja oder nein? Ja, die Antwort ist ja oder nein, es ist ein Entscheidungsproblem. Woran wir aber in der Praxis vielleicht eher interessiert wären, wäre das zugehörige Berechnungsproblem, ich nenne es mal SAT-Berechnung, da ist die Eingabe auch eine aussagenlogische Formel, aber die Ausgabe ist, falls die Formel erfüllbar ist, soll das irgendeine erfüllende Belegung sein, ja, nicht nur ja, sondern wirklich eine erfüllende Belegung, ja, und falls sie unerfüllbar ist, dann halt einfach Ausgabe unerfüllbar. Also in dem Fall hier eben, hätten wir uns dann lieber sowas hier gewünscht als Ausgabe, ja? Nicht nur die Formel ist erfüllbar, sondern sowas wie, ja, ist erfüllbar, x gleich 0, y gleich 1, z gleich 0 und so weiter. Ja, ich habe jetzt nicht geprüft, ob das wirklich eine erfüllende Belegung ist. Soll nur ein Beispiel sein. Aber man kann sich jetzt eben fragen, wenn SAT in P wäre, kann man dann auch einen deterministischen Polyzeit-Algorithmus finden, der dieses Problem hier löst, das SAT-Berechnungsproblem. Ja, und das kann man sich natürlich nicht nur für SAT-Fragen jetzt, das kann man sich eigentlich für jedes NP-vollständige Problem fragen. Hier nochmal zum Beispiel fürs Clique-Problem. Das Clique-Problem ist ja gegeben ein Graph und eine Zahl k. Frage, hat der Graph eine k-Clique? Das ist wieder die Formulierung als Entscheidungsproblem. Aber man könnte es auch als Berechnungsproblem formulieren. Da fragt man, ja, gegeben ist ein Graph und eine Zahl k. Und die Frage ist nach einer konkreten k-Clique. Also nenn mir die k-Knoten, die eine Clique bilden, ja, falls es eine gibt. Und andernfalls, wenn es keine gibt, dann sagst halt nee. Und man kann tatsächlich für jedes NP-Entscheidungsproblem auf ganz natürliche Weise so eine Berechnungsvariante formulieren. Ja, wenn ihr euch an die Zertifikatdefinition von NP erinnert, ja, NP, das sind die Probleme, bei denen für die Ja-Instanzen
kurze, effizient nachprüfbare Zertifikate bestehen. Also ein Zertifikat ist wie ein kurzer Beweis dafür, dass etwas eine Ja-Instanz ist. Ja, zum Beispiel eine erfüllende Belegung für eine Formel ist ein Zertifikat dafür, dass die Formel erfüllbar ist. Oder eine Menge von K-Knoten, die eine Clique bilden, ist ein Zertifikat dafür, dass G eine K-Clique hat. Und ganz allgemein kann man jetzt sagen, wenn wir irgendein NP-Problem haben, können wir immer diese Berechnungsvariante formulieren, die lautet, naja, gegeben halt die Eingabe und die Ausgabe soll dann sein ein Zertifikat, falls es eine Ja-Instanz ist und andernfalls halt einfach Nein. Und hier kommt jetzt die beruhigende Aussage, die ich angekündigt habe. Für jedes NP-vollständige Problem gilt, die Entscheidungsvariante und die Berechnungsvariante, die haben die gleiche Komplexität. Warum nenne ich das Ganze das beruhigende Theorem? Naja, weil wir in NP nur Entscheidungsprobleme drin haben und es hätte irgendwie beunruhigend sein können zu denken, okay, jetzt analysieren wir immer nur die Komplexität von Entscheidungsproblemen, aber was ist denn mit den Berechnungsversionen? Haben die vielleicht eine ganz andere Komplexität? Ja? Also verstehen wir die Welt vielleicht völlig falsch, wenn wir nur auf Entscheidungsprobleme gucken? Ja, aber dieses Theorem sagt nein, ja, das ist alles okay. Die Berechnungsversion hat immer die gleiche Komplexität. Ja, wenn die Entscheidungsversion in P sein sollte, dann auch die Berechnungsversion. Ja. Oder wenn die Berechnungsversion NP-hart ist, ja, man kann auch NP-Härte für Berechnungsversion definieren, dann ist auch die Entscheidungsversion NP-hart. Also überlegen wir uns das einmal am Beispiel von SAT. Ja, wir stellen uns vor, wir hätten für die Entscheidungsvariante, für die Decision-Variante von SAT einen effizienten Algorithmus. Ja. Wir wollen jetzt sehen, dass wir dann auch die Search-Variante, also die Berechnungsvariante, lösen können. Ja, deswegen nennt man das Ganze Search-to-Decision. Wir reduzieren jetzt sozusagen das Suchproblem oder das Berechnungsproblem auf das Entscheidungsproblem. Okay, also wie können wir das machen? Wir haben jetzt irgendeine Formel Phi und wir wollen gerne wissen, ist die Formel erfüllbar? Und wenn ja, dann wollen wir auch noch wissen, wie sieht eine erfüllende Belegung für Phi aus? Ja, und wir stellen uns vor, wir haben einen Algorithmus für das Entscheidungsproblem. Naja, wir können ja erstmal einfach Phi in diesen Entscheidungsalgorithmus reinstecken und gucken, was passiert. Also wir stecken das Phi in den Algorithmus und der sagt uns nur ja oder nein. Ja, entweder sagt er ja, Phi ist erfüllbar oder nein, Phi ist unerfüllbar. Okay, wenn er sagt, Phi ist unerfüllbar, sind wir fertig. Dann sagen wir einfach, Phi ist unerfüllbar. Ja. Aber was ist, wenn der Algorithmus jetzt ja sagt? Wenn er uns sagt, Phi ist erfüllbar. Na, dann muss es ja eine Belegung geben, die Phi erfüllt. Und in dieser Belegung muss das x gleich 1 gesetzt sein oder das x gleich 0 gesetzt sein. Ja, also wir suchen uns einfach irgendeine Variable aus, setzen sie einmal auf 1 und einmal auf 0 und dann können wir die Formel vereinfachen. Ja, wir können uns diese Formel hier einmal vorstellen, wo x überall durch 1 ersetzt ist, durch true, und einmal dieselbe Formel vorstellen, wo x überall durch 0 ersetzt ist, also durch false. Und diese beiden Formeln, die da rauskommen, die können wir dann beide nochmal testen mit dem Algorithmus, der uns einfach nur sagt, ist die Formel erfüllbar oder nicht. Also wenn der Algorithmus für das Entscheidungsverfahren uns am Anfang gesagt hat, ja, Phi ist erfüllbar, dann stecken wir jetzt einmal diese Formel, ja, ich notiere sie mal so, Phi x gleich 0, also die Formel, wo wir x durch 0 ersetzt haben, die stecken wir nochmal in den Algorithmus, ja, füllen den nochmal aus, den Algorithmus, und auch diese, wo wir x auf 1 gesetzt haben. Ja, mindestens eine von denen muss erfüllbar sein, wenn Phi erfüllbar ist. Das heißt, mindestens einmal werden wir hier ein Ja zurückbekommen, ja, wenn wir die oder wenn wir die Formel in den Algorithmus reinstecken. Ja, sagen wir mal zum Beispiel, ist es diese Formel hier, da kriegen wir ein Ja zurück. Ja, dann wissen wir, es gibt eine erfüllende Belegung, wo x gleich 0 gesetzt ist. Ja, und jetzt wählen wir uns die nächste Variable, zum Beispiel y, und prüfen beide Werte für y. Ja, jetzt machen wir zwei weitere Anfragen. Und zwar nehmen wir jetzt einmal die Formel, wo x gleich 0 gesetzt ist und y auch gleich 0. Und einmal fragen wir die Formel, wo wir x gleich 0 gesetzt haben und y gleich 1 gesetzt haben. Also fragen wir einmal das an, fragen wir einmal das an. Und wieder, es muss der Fall sein, dass mindestens einmal davon der Algorithmus ja sagt, ja ist erfüllbar, denn diese Formel mit x gleich 0 war erfüllbar. Ja? Das heißt, es gibt eine erfüllende Belegung, wo x gleich 0 ist. Naja, und dann gibt es halt auch eine, wo x und y beide 0 sind, oder es gibt eine erfüllende Belegung, wo x gleich 0 und y gleich 1 ist. Ja, eins von beiden muss der Fall sein. Ja,
sagen wir mal zum Beispiel, hier haben wir jetzt Nein zurückbekommen und hier haben wir Ja zurückbekommen. Ja, das stimmt jetzt nicht mit der Beispielformel hier oben überein. Also stellen wir uns einmal vor, hier hätten wir jetzt Ja ist erfüllbar zurückbekommen für diese Formel. Und dann machen wir jetzt halt immer so weiter. Wir wählen uns immer wieder die nächste Variable, die wir noch nicht belegt haben. Ersetzen sie einmal in der gesamten Formel durch 1 und einmal in der gesamten Formel durch 0. Fragen beide Formeln an und eine davon muss weiterhin erfüllbar sein. Und das bringt uns dann wieder ein Stück näher zu einer erfüllenden Belegung. Hier hätte es zum Beispiel so weitergehen können, dass wir z gleich 0 und z gleich 1 fragen. Und zum Beispiel bei der hier sagt der Algorithmus, ja, ist erfüllbar. Und dann fragen wir nochmal diese hier mit w gleich 0 und nochmal dieselbe Formel mit w gleich 1. Ja, und dann sagt er zum Beispiel bei der hier, ja, ist erfüllbar. Aber dann steht hier jetzt sofort die erfüllende Belegung drin. Ja, da steht hier jetzt x gleich 0, y gleich 1, z gleich 1, w gleich 1. Und das war jetzt sozusagen ein neuer Algorithmus, der das Berechnungsproblem löst. Der benutzt als Unterprogramm den Algorithmus für das Entscheidungsproblem. Und der führt diesen aber nur polynomiell oft aus. Ja, wie oft haben wir den ausgeführt? Wir haben ihn am Anfang einmal ausgeführt und dann für jede Variable in der Formel haben wir ihn noch zweimal ausgeführt. Also man könnte sagen, das ist ein Algorithmus, ja, für das Berechnungsproblem. Der führt den Algorithmus für das Entscheidungsproblem 2n plus 1 mal aus, wobei n die Anzahl der Variablen ist. Naja, aber 2n plus 1 mal einen Polyzeitalgorithmus ausführen, ist immer noch ein Polyzeitalgorithmus. So, machen wir zum Abschluss noch ein Beispiel, einfach nur so zum Spaß. Ja. Stellen wir uns vor, für das Clique-Problem hätten wir einen effizienten Algorithmus, der das Entscheidungsproblem davon löst, die Entscheidungsversion. Also gegeben so einen Graphen und eine Zahl k, ja, ein Algorithmus, der uns nur sagt, ja, hat eine Clique der Größe k oder nein, hat keine Clique der Größe k. Ja. Wie könnten wir bei dem Clique-Algorithmus daraus jetzt einen neuen Algorithmus bauen, der das Berechnungsproblem löst? Ja, was man hier tun könnte ist, man könnte natürlich erstmal wieder fragen, der ganze Graph, hat der überhaupt eine k-Clique oder nicht? Ja, wenn der Algorithmus sagt, nö, hat keine, dann sind wir fertig. Ja, aber was ist, wenn wir dann ein Ja zurückbekommen? Ja, dann bedeutet das, der Graph, der hat wirklich eine, in dem Fall, Vierer-Clique. Ja, wir wissen nur noch nicht, wo sie ist. Aber jetzt können wir rausfinden, wo sie ist, indem wir nach und nach immer Knoten entfernen. Ja, wir können zum Beispiel mal den Knoten hier entfernen. Ja, und wenn ich sage Knoten entfernen, dann meine ich auch immer alle Kanten, an denen, zu denen der Knoten inzident war. Also wir nehmen diesen Teil des Graphen raus und fragen für den verbleibenden Graphen, ist jetzt immer noch eine Vierer-Clique drin? Ja, wenn nicht, dann wissen wir ganz sicher, dass dieser Knoten Teil einer Vierer-Clique sein muss. Ja, in dem Fall wäre die Antwort jetzt aber, ja, es ist immer noch eine Vierer-Clique drin. Naja, wenn da immer noch eine Vierer-Clique drin ist, dann können wir den Knoten und seine Kanten getrost vergessen. Und wir machen mit dem Restgraphen weiter. Ja, jetzt nehmen wir uns den nächsten Knoten, zum Beispiel den hier, wir löschen den raus, ja, und fragen wieder, ist in dem verbleibenden Graphen noch eine Vierer-Clique drin? Wir werden in dem Fall jetzt wieder die Antwort ja bekommen. Ja, das heißt, wir können den hier rauslassen. Also wir löschen nach und nach Knoten, immer wenn die Antwort ja lautet, also ja ist noch eine K-Clique drin, machen wir weiter. Aber irgendwann wird mal die Antwort nein lauten. Ja, irgendwann werden wir mal einen Knoten gelöscht haben und dann sagt uns der Algorithmus, nee, jetzt ist keine K-Clique mehr drin. Ja, was wissen wir dann in dem Moment? Ja, sagen wir mal zum Beispiel, nachdem wir diesen Knoten hier jetzt löschen und dann entsprechend auch diese ganzen Kanten, ja, dann ist in dem verbleibenden Graphen keine Vierer-Clique mehr drin. Ja, was wissen wir in dem Moment? Ja, wir können jetzt eine ganze Menge Schlüsse daraus ziehen. Einmal können wir den Schluss daraus ziehen, dass dieser Knoten hier Teil einer Vierer-Clique sein muss. Ja, denn wenn vorher, bevor wir ihn gelöscht haben, war eine Vierer-Clique drin und nachdem wir ihn gelöscht haben, ist keine Vierer-Clique mehr drin, dann muss der hier Teil einer Vierer-Clique sein. Wir können uns den Knoten also sofort merken, also der hatte irgendeinen Namen, sagen, weiß nicht, V7, ja, merken uns sofort, V7 ist Teil einer K-Clique. Und jetzt können wir ganz geschickt weitermachen, ja, weil wir wissen, der Knoten ist auf jeden Fall Teil einer Clique, ja, einer solchen Clique, die wir suchen. Eine solche Clique, die den Knoten enthält, kann aber nur Knoten aus seiner Nachbarschaft
enthalten. Ja, also alle Knoten, die nicht direkt zu V7 benachbart sind, wie zum Beispiel der hier oder der hier, ja, da ist keine Kante dahin, die können dann nicht Teil der Viererklicke sein, die wir suchen. Und von daher machen wir jetzt erstmal Folgendes. Wir löschen alle Knoten, die nicht Nachbarn sind von dem Knoten, den wir gerade gefunden haben, V7. Löschen also den Knoten und den hier oben. Dann sieht das Ganze so aus. Ja, der Graph ist jetzt nur noch der Knoten V7 und seine Nachbarschaft. Naja, und jetzt suchen wir ja, also V7 haben wir schon gefunden. Ja, der gehört auf jeden Fall zur Clique. Ja, den können wir jetzt also auch rauslöschen und im verbleibenden Graphen nach einer Dreierklicke suchen, beziehungsweise im Allgemeinen einer K-1-Klicke. Ja, denn wenn wir in der Nachbarschaft von dem Knoten eine Dreierklicke finden, ja, und die Nachbarschaft heißt ja, alle sind mit dem Knoten hier verbunden, dann gibt es insgesamt eine Viererklicke. Also was wir jetzt machen, wir löschen diesen Knoten jetzt doch endgültig raus, ja, und all seine inzidenten Kanten. Dann sieht der verbleibende Graph so aus und wir verringern das K um 1, wir setzen K auf 3 und führen den Algorithmus fort. Also wir suchen jetzt in diesem Graphen hier eine Clique der Größe 3 und da wird der Algorithmus ganz genau wie vorher weiterlaufen. Er wird nach und nach Knoten löschen und immer fragen, gibt es immer noch eine Clique der Größe 3? Und wird wieder was löschen, fragen, gibt es immer noch eine Clique der Größe 3? Ja, wenn er den hier löscht, dann wird er die Antwort Nein bekommen. Ja, und dann haben wir wieder den nächsten Knoten gefunden. Wir schränken uns ein auf die Nachbarschaft von dem, merken uns den, ja, wie immer der hieß, V8 oder so, merken uns V8 und so machen wir dann weiter. Ja? Und der Algorithmus, der wird uns am Ende dann irgendwie, keine Ahnung, so eine Liste von Knoten liefern, ja, und löst damit das Berechnungsproblem für Clique, ja, denn er hat uns nicht nur gesagt, ja, es gibt eine Clique, er hat uns auch gesagt, welche Knoten eine solche Clique bilden. Und ja, wenn man das jetzt nochmal analysiert und fragt, wie oft, was ist denn die Laufzeit von diesem Algorithmus oder wie oft haben wir den Algorithmus fürs Entscheidungsproblem aufgerufen, da kann man das analysieren und kommt dann auch auf polynomiell. Ja, wir haben nur polynomiell oft den anderen Algorithmus aufgerufen, haben hier nur polynomiell lange rumgerödelt und insgesamt ist es dann also ein Polynomialzeitalgorithmus, ein deterministischer Algorithmus für das Berechnungsproblem unter der Annahme, dass wir einen genau solchen Algorithmus für das Entscheidungsproblem haben.